So, da sind wir wieder zurück. Warum auch immer er mich jetzt hier unten hingesetzt hat. Wir waren ja oben noch nicht fertig. Hätten wir also alle Kreaturen hier retten können. Scheiße. So, wir waren hier oben. Hier könnten wir theoretisch wahrscheinlich noch welche mitnehmen, keine Ahnung. Oder ob die zum Deko sind. Nach einer langwierigen Einführungsphase sind wir endlich beim praktischen Teil angekommen, die Menschen in den Gesetzen der Biologie auszubilden. Wir waren von ihrer Anpassungsfähigkeit überrascht. Die von ihnen hergestellten Zähmungsbänder sind nicht nur eine kreative, sondern auch äußerst effiziente Lösung zum Zähmen der Kreaturen. Unsere Studien haben sich auf die Menschen und ihre Nutzung der Kreaturen ausgeweitet. Wir können es kaum erwarten zu sehen, ob sie durch den Einsatz dieses Werkzeugs dieselbe Vorherrschaft wie wir Tambas ausüben. Ich sehe da schon, dass die Menschen quasi Krieg gegen alle Kreaturen dann irgendwann geführt haben. Das würde irgendwie hier sehr gut reinpassen. So, da bin ich ja mal gespannt. Theoretisch, mal gucken, wie das jetzt funktioniert in der Praxis. Zähmen. Welche Taste soll das sein? Ach so, hier vom Steuerkreuz. Ach so. Und nun? Okay, das klappt ja ganz gut, aber wie? Der folgt mir. Ah. Na, nice. Die Frage ist ja auch, werden die bekämpft, wenn die uns folgen? Deswegen nehme ich das erstmal wieder mit. Dann komm mal mit, mein Freund. Obwohl, dich kann ich ja jetzt reiten, ne? Aufsitzen. Na, nice. Das ist ja geil. Oh, der ist wieder draußen. Willst du mich verarschen? Brauche ich also doch noch wieder ein. Alle regelmäßig niesen, ey. Das sieht so dämlich aus. Na komm, mein Freund. Aber so ein Kampfbegleiter ist eigentlich nicht verkehrt, ey. So, und jetzt noch der letzte. Wahrscheinlich dürfen die uns bloß nicht bemerken, dann können wir
sie zähmen. Ansonsten greifen die ja gleich an. Erstaunlich! Alle wieder zurück in ihren Gehegen? Die anderen wird das genauso freuen wie mich. Hattest du Glück mit deinen Aufgaben? Ja, ja, ich habe diese Türen ganz leicht aufbekommen. Ich nehme mir jetzt mal ein Jahr oder so Zeit, um mir zu überlegen, was wir als nächstes machen können. Wir bleiben in Verbindung. Wie jetzt? Das war vorher noch nicht da. An alle Anführer von Albamar. Die Gerüchte, dass es wieder einen Menschen auf der Insel gibt, scheinen sich zu bewahrheiten, beweitet zu haben. Er ist dabei, bei den Gruften herumzuschnüffeln. Wir müssen Sondermaßnahmen ergreifen, damit sie angetastet bleiben und sich die Geschichte nicht wiederholt. Wir sind dabei, ein Treffen mit den Tambas zu arrangieren, um uns einen ordentlichen Schließmechanismus zu verschaffen. Du hast ein Schnitttransportkit gefunden. Hiermit kannst du schnell zu wichtigen Orten reisen, wie zum Beispiel dem Haus der Tambas. Du kannst so aber auch Dörfer von neutralen oder verbündeten Spezies erreichen. Ruf dazu einfach deine Karte auf und wähle ein Dorf deiner Wahl aus. Neuer Inselzustand. Die Spezies auf der Insel haben darauf reagiert, dass du die Gruft mit einem Äußerfund... Was du für ein Äußerfund verlassen hast. Dies beeinflusst, wie schwer es ist, die zu Spezies auf Albamar freundschaftliche und neutrale Beziehungen zu unterhalten. Wer ist denn Gari und Mala? Ach, hier oben. In die Heimat. Sind das jetzt noch unsere Homies? Scheint so. Okay, Leute. Ich muss jetzt zurück in meine Heimat. Macht's gut. Andererseits würde ich jetzt doch nochmal gern in die Wüste. Oder... Theoretisch könnten wir jetzt von diesen Rätseldingern ein paar wahrscheinlich machen, aber... Andererseits fehlt uns auch diese andere Fähigkeit... mit diesem Blitzen oder was auch immer das sein soll. Hilfst du mir, mein Freund? Scheiße. Er hilft mir nicht, dann verziehe ich mich auch. Die Beziehung zwischen denen war ja, glaube ich, neutral. So, was haben wir alles? Wächterabzeichen.
Wuhuhu. Ich will doch bloß den Stuff haben, Leute. Und tschüss. Huiuiui. Ob wir eventuell für die Elektrodinger halt so einen Schnapper brauchen? Oh, das ist wieder Schlüsselgraphit, nice. Aber wir kommen ja gar nicht. Ja, wir müssen über die Brücke rennen. Aber auf jeden Fall, der Text scheint ja meine Vermutung zu bestätigen, dass die Menschen irgendwas hier, dass sie die Tiere angegriffen haben oder so. Ansonsten würden die ja nicht sagen, die Geschichte soll sich nicht wiederholen. Aber anscheinend gibt es dann hier doch keine Bosskämpfe. Ich hätte echt damit gerechnet, dass es sowas hier gibt. Komme ich hier auch wieder hoch? Gerade so. Was ist das denn? Ist da auch eine Kugel? Oder sah das nur so komisch aus? Da ist eine Kugel. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Nein. Okay, wir müssen ziemlich schnell sein. Lebenskraftbräu-Idee. Eine Mixtur, die dir 100% deiner Lebenskraft zückt. Das ist natürlich nicht schlecht, denke ich. Was brauche ich dafür? Karant. Die hatten wir schon irgendwo mal gesehen. Also eine Truhen haben wir bisher auch wieder nicht gefunden. Die scheinen echt verdammt selten zu sein. Jetzt komme ich hier wieder nicht durch, ne. Ah, shit. Da fällt mir ein, wir könnten mal gucken. Bergelit. Ob wir das hier irgendwo...
Gebiete haben wir scheinbar alle, hä? Nee, noch nicht. Okay. Bergelit. Hatte ich wohl auch noch gar nicht, oder? Hochgucken wollen. Hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Die Frage ist jetzt noch, wie kommen wir eigentlich wieder dahin? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo es hier rüber ging. War das hier beim Wasserfall? Ich glaube, wir müssten hier noch irgendwo mal erstmal rüber. Genau. So, erstmal wieder orientieren. Ach so, ups. So, wieder zu Hause. Können wir hier gleich noch irgendwie zu futtern absnicken? Das war wohl nur für den Start, wa? Schade. Sieht immer noch so kaputt aus hier. Schon zig Tage unterwegs und ihr habt noch nicht geschafft, Leute. Oh, mein lieber Junge. Das wird's doch nicht so erschrecken. Wir haben so viele verloren und dann warst du auf einmal auch noch weg.
Ich bin ins Ausgebiet gegangen, um zu tun, was Amam getan hätte. Um zu lernen und um Hilfe zu suchen. Nein, Chiu, so funktioniert das aber nicht. Das Außengebiet ist gefährlich. Du musst dich doch bestimmt ziemlich oft verteidigen, oder? Das stimmt schon. Wir sind trotz der fortwährenden Beben auf diesen Klippen fest entschlossen, es hier zu schaffen. Und das solltest du auch sein. Jetzt brauchen wir mehr als jemals zuvor deine Hilfe, unsere Häuser zu befestigen und die Trümmer wegzuräumen. Ich glaube, wir sollten die Klippe verlassen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Unsinn. Bleib hier und hilf uns. Es hat keinen Zweck. Die Insel ist viel größer als diese Klippe und die Menschen vor uns wussten das. Hör auf. Hilf uns hier vor Ort. Geh zuerst zu Iam, oder wie auch immer. Er fragt schon nach dir, sei es du aufgebrochen bist. Ich werde ihn aufsuchen. Aber erst in der nächsten Folge. Spitzbedanke mich, bis denn.